Wir sind live. Hier sehen wir noch kein Bild, okay, aber Sie sehen uns. Jetzt ist was zu sehen hier. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Sie hören die Melodie aus dem Orfeo der musikalischen Herzkammer im Prenzlauer Berg zu einer Weltpremiere, Weltvideopremiere, Elise Shut Up. Mein Name ist Ernst Ludwig von Aster. Wir sitzen hier heute, eine besondere Situation, zu dritt und einem Techniker. Mit ausreichend Abstand, wie alle Leute sehen, alles gut desinfiziert und gut belüftet. Was wir heute Abend machen wollen, wir feiern weiter. Beethoven, 250 Jahre plus 1. Das Jahr geht in die Verlängerung. Für die englischsprachigen Freunde, B251. Was haben wir hier vorbereitet? Zwei Künstler, vollkommen unterschiedlich. Dana und Andreas, Dana Widaski, Andreas Staffel. Die beide vollkommen unterschiedliche Sachen machen. Eine bildende Künstlerin, aber auch Restaurateurin, wenn ich es richtig gelesen habe, die also weiß, wie man die Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart sichtbar macht. Mit einem Faible auch für Kitsch und einem Händchen für Installation, kann man sagen. Ja, sie hat nicht widersprochen. Und Andreas Staffel, Komponist, Pianist, Musiklehrer, großer Freund der modernen Musik. Hier das Orfeo. Auch ein bisschen Taktgeber für die moderne Musik. Hier sind sonst Veranstaltungen, die auch öffentlich stattfinden, leider nicht in Corona-Zeiten. Also müssen wir das heute hier alles digital machen. Sie zu Hause sind das Publikum. Viel Spaß dabei. Zum Ablauf des Abends ganz grob. Wir werden uns am Anfang ein klein wenig über die künstlerische Arbeit unserer beiden Protagonisten unterhalten und was sie mit Beethoven verbindet. Dann werden wir die Videopremiere erleben von Luise Shut Up. Sie können, das ist ganz wichtig, auch Fragen stellen. Der Live-Chat ist geschaltet. Und die werden wir dann in der dritten Runde neben etlichen anderen Fragen, die wir dann zu besprechen haben, versuchen zu beantworten. Also holen Sie sich schön was zu trinken, machen Sie es bequem. Wein, Bier, Kaffee. Beethoven hat immer gesagt, 60 Boden, keine mehr, keine weniger. So. Beginnen wir mit dir, Dana. So als bildende Künstlerin, ein Jubiläumsjahr, 250 Jahre Beethoven, da weiß man schon weit vorher, da kommt was, da kommt was. Fängt man dann schon so kreativ an, drüber nachzudenken, da mache ich was? Kribbelt das dann irgendwie im künstlerischen Großhirn? Also, das war absolut zufällig, dass sich das so entwickelt hat. Und das ging eigentlich schon Ende 2019 los. So, als es bei mir im Kopf rumspukte, tatsächlich durch einen Erwerb auf eBay, also 6 Skulpturen von Komponisten, sozusagen damit weiterzuarbeiten. Das war eigentlich eher so eine zufällige Geschichte. Also ich habe mich jetzt nicht darauf konzentriert. Also für und Beethoven war ja auch gar nicht dabei, ne? Beethoven war überhaupt nicht dabei. Das hat sich dann irgendwie zufällig entwickelt, dass nun Beethoven denn in Erscheinung trat, zumindest im Gehör und nicht sichtbar sozusagen. Aha. Also habe ich richtig verstanden, bei eBay waren dann einige, ich sag mal, salopp Komponistenköppe zu haben, da hast du zugeschlagen. Ja. Und dann lagen also, die bei dir irgendwie im Lager. Also ich habe die gesehen, das war irgendwie, ich glaube, Oktober oder sowas, habe ich die Komponisten gesehen. Und ich sage, oh, die willst du haben. Ich wusste eigentlich nicht so richtig, was ich damit machen sollte. Also weil ich in den letzten Jahren habe ich immer mal so kitschige Porzellanfiguren auf dem Flohmarkt oder auf eBay ersteigert und habe dann immer so geguckt, was kann ich mit denen machen? Also was erzählen die mir für eine Geschichte? Und manchmal kaufe ich die dann einfach nur intuitiv, habe jetzt nicht eine konkrete Idee. Und als dann diese 6 Komponisten irgendwie vor mir standen und ich mit Schrecken feststellte, dass Mozart und Beethoven fehlt, ich sage, Mensch. Und dann habe ich überlegt, naja, also die müssen wir auch dazu packen. Und dann kam eigentlich sofort die Idee, daraus eine Spieluhr zu machen. So. Und dann war halt die Frage, was für eine Melodie? Und dann hatte ich geschwankt zwischen die kleine Nachtmusik von Beethoven oder für Elise. Und dann bin ich dann gleich Von Mozart, das weiß sogar ich, die kleine Nachtmusik. Von Mozart, habe ich was anderes gesagt? Beethoven. Man merkt schon, nee, Beethoven ist überall. Elise von Beethoven und kleine Nachtmusik von Mozart. So, und dann bin ich aber dann irgendwie bei Elise hängen geblieben, weil dann im Hinterkopf kam, Mist, im nächsten Jahr ist ja wirklich Beethoven-Jahr. Und
Dann kam mir auch sofort Andreas so in den Kopf. Weil nein, das geht mir schon zu weit. Bleiben wir erstmal bei Beethoven und bei... Und jedenfalls war das irgendwie für mich klar, also es ging dann ziemlich schnell, dass ich praktisch aus diesen 6 Komponisten sozusagen quasi Beethoven mache. Das ist, und zwar Beethoven mit Für Elise. Mit Für Elise. Gehen wir mal auf Für Elise. Gab es da Berührungspunkte vorher? Also das ist ja eine Melodie, die hat jeder schon mal irgendwo erlebt. Gab es da so Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, ach nee, da ist sie auch? Das kam dann eigentlich so im Laufe der Zeit irgendwie immer mehr dann zum Vorschein. Also Elise ist ja eine wirklich, kaum jemand kennt es nicht, irgendwie Warteschleife, egal wo, ne, so. Und in meiner Tätigkeit zum Geld verdienen als Restauratorin und so, bin ich halt auf dem Bau. Und dann hörte ich plötzlich, also ich muss halt so immer ständig die besten Hits aller Zeiten hören, ne? Und dann erklang plötzlich so eine elektronische Melodie. Ich sag, das ist doch für Elise. Und dann gucke ich und dann kam es aus so einem Akkuladegerät. So, ne? Und dann... Und ich war aber auch schon so ein bisschen in diesem Schaffen drin, so, ne? Und dann bin ich dann zu dem Handwerker und er sagt, Mensch, Ralf, sag mal, weißt du eigentlich, was das für eine Melodie ist? Und er meinte dann so, na, wusste das mal, so. Ich sage, du, das ist Beethoven für Elise. Ach, so, ne? Und dann habe ich ihm dann irgendwie gezeigt, woran ich gerade arbeite mit den Skulpturen. Und er meinte, na ja, wenn du nichts Besseres in der Freizeit zu tun hast, warum nicht? Also für Elise als Melodie, auch übrigens in Warteschleifen bei Ämtern ganz gerne genommen, glaube ich. Ja, also im Grunde haben wir jetzt wirklich, und dann, also während des Schaffens habe ich mir dann tatsächlich mal für Elise so richtig angehört. So, ne? Weil man hört ja im Grunde immer bloß die Anfangsakkorde überall, Warteschleife etc. Also ich glaube, alle kennen für Elise aber auch nicht wirklich richtig. Mhm. Und dann sind letztendlich diese Spieluhren in diese 6 Köpfe hineingekommen, ja. Richtig. Und wir wissen, Beethoven und Mozart sind nicht dabei. Das ist wichtig, bitte alle aufpassen, weil wenn nachher diese 6 Köpfe zu sehen sind, kleines Ratespiel, aber ohne Gewinn, kann man durchaus mal Kenntnis zeigen oder auch raten und mal tippen, wer sind denn diese 6, die da inkognito, haha, verblendet dargestellt werden. Hm. So, jetzt kommen wir mal zum Komponisten, Pianisten, ich meine, da wird man ja von Beethoven wahrscheinlich sowieso verfolgt, auch während des Studiums und so. Aber ich gehe mal auf den Musiklehrer für Elise. Kann man das noch hören oder wollen das alle Schülerinnen und Schüler spielen? Also es gab mal so Zeiten, wo das wirklich so inflationär gefordert wurde. Es gibt da so eine kleine Anekdote, dass ich früher vor zig Jahren mal eine Schülerin hatte, die wirklich, also ich sag mal, ich sage das selten, dass jemand unbegabt ist, aber die war richtig unbegabt. Und es lag nicht am Lehrer. Ich hoffe nicht, nein. Und ich musste halt, und sie wollte unbedingt für Elise spielen. Da habe ich gesagt, hör mal zu, du tust dir doch keinen Gefallen damit. Die ersten 4 Takte wirst du vielleicht hinkriegen, aber der Rest ist auch dann richtig schwer. Ne? Und und dann wollte sie das aber unbedingt, habe ich gesagt, ich würde es aber gerne ein bisschen später machen. Und dann rief mich der Vater dann abends an und sagte, ich bestehe jetzt darauf, dass meine Tochter bei Ihnen für Elise lernt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es dann unbedingt sein muss. Und das Ganze endete natürlich in einem Desaster. Wir haben irgendwie 4 Takte geschafft und dann war es das. Und dann einen Monat später rief mich der Vater dann an und sagte so, meine Kleine hört jetzt auf, die hat jetzt einen Freund. Also das ist ja eine absurde Geschichte, die so ein bisschen auch so das Leid so zeigt, wenn man Musikunterricht gibt und dann dieses Stück unterrichten muss und Schüler sich da durchquälen sieht. Und naja, deswegen ist da auch so eine ambivalente Beziehung zu entstanden. Aber auch so als Komponist, da inspiriert einen Beethoven wahrscheinlich auch immer noch. Ne? Weil ich hatte geguckt, es gibt einen netten Trailer, Beethoven Offset oder Ich nehme sie zurück, die 9. Absolut. Da hat es in den Fingern gejuckt, oder? Absolut, ja. Ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr tatsächlich 3 Stücke geschrieben, die Beethoven im Fokus, im Zentrum hatten und
dieses Stück Beethoven Offset, das du da gerade ansprichst, das daran arbeite ich seit 5 Jahren, ist dann letztes Jahr fertig geworden und wir sind gerade dabei, das digital herzustellen im Studio von Julius Holz, der auch bei Elise Shut Up mit sehr, sehr gut mit der Produktion geleitet hat. Und also klar, es ist immer wieder inspirierend. Beethoven ist, ich glaube nicht, dass irgendein Musiker auch an Beethoven vorbeikommt. Und ja, und vor allen Dingen natürlich auch die Gemeinsamkeit, die zu dem Elise Shut Up besteht darin, dass ich hier da auch so ein bisschen kritisch so die inflationäre Behandlung der Ode an die Freude auch unter anderem behandle. Nun haben wir ja 2 vollkommen unterschiedliche Ansätze. Hier haben wir wunderbar die, ich sag mal, klingenden Köppe, ja. Und dann haben wir hier jemanden, okay, Beethoven, da schreibe ich auch eigene Kompositionen für Elise. Naja, da fühle ich mich fast musikalisch ein bisschen gestalkt durch meine Musikschüler. Vielleicht ein bisschen übertrieben. So, wie kommen denn diese beiden Sachen denn zusammen? Wie entsteht dann die Symbiose? Hast du ihn angerufen oder hat er von dir gehört? Wie? Na, ich habe ihn erstmal angejuckt, sozusagen. Also ich hatte die Skulpturen auf dem Tisch stehen und dann kam halt ziemlich schnell die Idee daraus, halt so Spieluhren zu machen mit Beethovens Elise. Und ich sagte, so, jetzt machen wir einen Test. Und habe dann, Andreas, da warst du gerade im Urlaub, dir Fotos geschickt von den 6 Skulpturen und habe erstmal eine Frage gestellt, so, damit ihr euch nicht langweilt im Urlaub, was haben diese 6 Skulpturen gemeinsam? Ratespiel. So, genau. Und dann haben sie gegrübelt. Ne? So, 3 davon haben Bart, 2 keinen, alle haben sie in Gassenhauer geschrieben. So, ne? Und dann hatte ich dann daran weitergearbeitet, als dann praktisch so weit vorgedrungen ist, also wo es irgendwie klar war, was es wird, hat sich dann durch ein Telefonat eigentlich dann auch, also ich habe ihm das gezeigt, die fertigen Skulpturen, und er sagt, müsst ihr irgendwie was zusammen machen? Und dann hat sich das irgendwie so ganz langsam rausgeschält, hat auch ein bisschen auch mit der Corona-Krise zu tun, also so Performance oder sowas konnten wir denn nicht machen. Und überhaupt wäre der Sound viel zu leise gewesen, um irgendwie so performativ das zu machen. Und dann hat sich das irgendwie so rausentwickelt, dass wir da ein Video machen. So. Aber wie jetzt genau, denn erst im Gespräch kam dann raus, also ich hatte den Vorschlag gemacht, dass ich sozusagen an den Uhren drehe und da irgendwie so eine Art Komposition zusammenbaue. Und Andreas sollte dann dazu improvisieren. So, und im Gespräch kam dann ziemlich schnell raus, dass ich da echt meine Kompetenz übersteige. Und das ist im Grunde genommen, war für mich dann ziemlich schnell klar, okay, du musst Andreas den absoluten Freiraum lassen. So, er bekommt die 6 Instrumente sozusagen, ja, und kann dann völlig frei dazu komponieren. Die einzige Vorgabe, die ich gemacht habe, ist, gib bitte auf den Humor und die Ironie der Skulpturen ein. Das war jetzt Version Nummer 1. Ja. Okay, du bist im Urlaub und dann kriegst du Bilder und auf diesen Bildern sind dann ausnahmslos männliche Komponisten. Was hast du denn da gedacht, als die ersten Bilder kamen? Ja, Dana hat Langeweile und gönnt euch nicht in Urlaub oder was? Ich habe ein paar Komponistinnen gewünscht dabei. Nein, aber es war letztendlich, hat mich das schon getriggert und das Witzige war, dass ich gerade zu der Zeit so ein Klavierstück wieder ausgegraben hatte. Ich habe damals auch für die Pianistin Susanne Kessel ein Klavierstück geschrieben für diesen Zyklus 250 Klavierstücke für Beethoven. Und da war ein Stück, das ich, ein zweites Stück, das ich unbedingt schreiben wollte, das war, hieß eben Elise Shut Up. Und das war so ein bisschen auch so eine augenzwinkernde Reminiszenz an die Anekdote, die ich eben stellvertretend erzählt habe, für viele andere Klavierschüler. Und dann haben mich die Skulpturen dann auch inspiriert und auch über diese Idee von Dana fand ich schon faszinierend. Und dann kam in mir auch so die Idee,
sechs Variationen zu schreiben, zu sechs Skulpturen. Und es gibt auch die Zahl 6, auch ganz oft in der Klassik, 6 Variationen über ein Thema. Und dann habe ich auch ziemlich bald damit angefangen und habe dann auch versucht, die unterschiedlichen Aspekte herauszuschälen. Das heißt eben auch nur analoges Klavierspiel, aber auch jetzt zum Beispiel auch einige moderne Techniken wie Inside-Piano spielen auf den Saiten und spielen mir das Lied vom Tod. Dann ist er noch gerade Morricone gestorben und ich dachte, muss auch noch mit rein. ja, das passt da so frappierend, wie mir das Lied vom Tod zu Für Elise, das ist ja auch von ganz ähnlicher Tonvorrat und ja, ein geringer, minimalistischer, absolut reduzierter Tonvorrat. Und dann fand ich auch die Idee ganz schön, mit den digitalen Möglichkeiten zu spielen und diese Spieluhren zu verfremden. Das heißt also auch zum Beispiel in der zweiten Variation sind die 50 Cent heruntergestimmt, also ein Viertelton verändert, also nicht mehr in der tonalen Spannung. Und dann gibt es auch Beschleunigungen, die absolut rasend sind, was man also einzelner Musiker gar nicht herstellen kann. Und dann eben auch die verschiedenen Formen, es gibt da so einen Kanon in der Augmentation im Schluss, also das wird dann immer langsamer und immer langsamer, bis dann. Also man sieht schon, bei Elise lässt sich eine Menge unterbringen. Ne? Also spiel mir das Lied vom Tod, Keramikköpfe ohne Beethoven und Mozart. Ich würde vorschlagen, weil sie jetzt wahrscheinlich auch alle heiß sind, was ist denn da jetzt draus geworden? Da nähern wir uns doch schon mal ganz langsam der Videopremiere. Vorweg nur noch einmal, Sie können dann auch Fragen stellen, wenn Sie Fragen haben zu dem Video, zum Making-of oder auch irgendwelche anderen, zu den Künstlerinnen und Künstlern. Entweder per Live-Chat oder aber Dana hat gesagt, sie, ne, hat ihr Handy auf stumm, aber vibrierend an ihrer Seite. Genau, und vielleicht achten Sie drauf, die sechs männlichen Komponisten, die man da sieht. Wer ist es? Vielleicht kriegen Sie es raus. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Bühne frei, Datenfluss Marsch. Kriegen wir das hin mit der Technik? Der Techniker nickt. Aha, schauen wir mal. Viel Spaß.
Thank you.
Okay, und das Video ist durch. Das war Shut Up Elise, die Weltpremiere. Ja, wenn man es nochmal so sieht, was denkt man da, Dana? Nochmal angucken, ne? Normal angucken. Normal angucken ist das Stichwort. Ab morgen auf der Homepage der beiden Künstler kann man das dann nochmal anschauen. Auch für alle, die es verpasst haben. Lohnt sich also, denke ich. Bisschen zum Making of. War das eigentlich von Anfang an geplant, das als Video zu machen? Nicht so richtig. Also das hat sich irgendwie dann herauskristallisiert, ne? Also manchmal gibt es so Energien, die dann irgendwie kommen und denen muss man dann folgen. Ne? Das war ja... Da kam Frank ins Spiel und Frank hat das ja... Genau, also das war dann auch so... wunderbare Weise... Also mit der Performance war dann sowieso erstmal irgendwie nicht... so das Richtige, so, ne? Dann, okay, wir machen ein Video. Und dann war natürlich klar, dass Andreas sozusagen völlig eigenständig eine Kunst macht zu meiner Kunst. Also es ist ja im Grunde genommen ein Dialog auch von unseren Künsten. Mhm. So, ne? Also wir sind ja im Grunde genommen beide gleichberechtigt in der ganzen Geschichte dabei. Und das passiert ja auch nicht so oft. Also meistens ist ja irgendwie ein bildender Künstler kommt mit einer Idee, hier kannst du nicht mal ein bisschen Ton dazu machen. So, ne? Und dann ist irgendwie der Komponist dann sozusagen, der auch eine enorme kreative Arbeit macht, irgendwie nicht erwähnt. So, ne? Und es war für mich von vornherein klar, also wenn ich mit Andreas da arbeite, dann ist er, hat er völlig seinen eigenen Raum in diesem Kunstensemble. So. Und mit dem Video, das war dann so, dass Andreas uns dann eingeladen, er hat seine Komposition fertig gehabt und dann bin ich dann gleich mit dem Videoschnittmeister Frank Bertram gekommen und dann mussten wir auch schon so lachen. Also Andreas hatte dann irgendwie seine Komposition uns vorgestellt und wir waren beide schon völlig begeistert. Also wir haben, also ich fand den Humor wunderbar von Andreas. Und dann mussten wir dann wirklich überlegen, ja, wie kriegen wir das alles mit dem Video zusammen? So. Und das war eine echt schwere Aufgabe, weil wir mussten anders vorgehen, als man normalerweise bei Videos vorgeht. Also ich konnte erst das Video machen, nachdem die Komposition fertig ist. Also wir hatten zwar die Live-Aufnahmen mit Klavier und einzelne Passagen mit der Spieluhr zusammen, aber die digitale kam ja noch mit dazu. Also mussten wir erst zu Julius Holz in die Tonwerkstatt und dort hat dann Andreas praktisch mit Julius zusammen die digitalen Geschichten mit eingearbeitet. Und dann erst konnte ich mit dem Video beginnen. Also erst musste die Komposition da sein und dann konnte ich sozusagen die anderen Bildsequenzen dazu machen, also praktisch die Spieluhren, die musste ich dann praktisch entsprechend den Kompositionen animieren. So. Kompliziert. Aber was hört man denn da genau, die Töne? Hört man die Spieluhren, hört man das Piano, hört man eine Mischung, so ein Hybridklang? Was? Das ist ja gerade auch so ein bisschen die große Irritation. Was hört man genau, wer spielt jetzt gerade? Und das hat mich auch gereizt, damit ein bisschen zu spielen und vor allen Dingen auch dieser Aspekt der Spieluhr, die wie ein Instrument eingesetzt wird, dass man die Spieluhr an verschiedenen Punkten dieser Schleife da einsetzt. Das ist ja dann auch, da muss man den richtigen Ton finden, muss man so lange drehen, bis man dann den Ton hat, den man haben möchte aus dieser Tonreihe von Für Elise. Und das dann zusammen mit dem herkömmlichen Klavierklang und dann mit dem Inside-Klang, aber auch mit der Elektronik. Das ist ja so eine schöne, irritierende Ebene. Das kann man nicht genau weiß, wer spielt jetzt. Und genau wie du sagst, das vermischt sich dann auch. Und das hat mich gereizt. Und natürlich gibt es dann auch den humoristischen Aspekt, dass dann die Elise eins auf den Deckel bekommt und dass man eigentlich das nicht mehr hören kann und seinen Überdruss damit zum Ausdruck bringt. Und dann aber auch wieder gestreichelt wird und dass dann auch wieder eine Liebeserklärung dann auch folgt. Und Haben die Spieluhren eigentlich durchgehalten oder musste da was ersetzt werden, weil wegen Kurbelbruch oder so? Unverwüstlich. Unverwüstlich.
Schön gekurbelt und Yvette hier. Das ist. Hier poppt gerade eine Frage auf, nämlich von Berit Schumann. Die möchte wissen, wieso ausgerechnet 6 Köpfe? Ich hoffe nicht, dass die Antwort ist, es gab nur 6 bei eBay. Doch. Doch, doch. Also war wirklich so, da war halt die Rabatte von 6, also an so einer Kiste, so auf eBay, so ein Foto mit den 6 Köpfen. So, ne? Und da waren eben nicht 10, oder, sondern nur 6 da. Also wie so ein Sixpack am Kiosk. Sixpack am Kiosk, genau. Das ist, nun hat man dieses Kunstwerk, es liegt ja jetzt als Video vor. Was wäre denn vorstellbar? Was könnte man damit noch machen? Kann man das noch auseinander basteln, dass es eine Live-Performance gibt? Nicht nur könnte, sondern ist auch geplant. Aha. Also es gibt mehrere Variationen. Geplant ist, ein Video herauszubringen, wo nur die Spieluhren zu sehen und zu hören sind. Und Andreas dann in einer Konzertsituation live dazu spielt. So, also Variante 2. So, dann dieses Video, also jetzt im Konzertambiente, so, ne? Und bei mir als Installationen, also praktisch in Kombination mit den Skulpturen, dass man also einerseits Video sehen kann und dann aber auch die Skulpturen anfassen und drehen kann, tatsächlich. So, ne? Ja, also es gibt quasi dann 3, also man kann natürlich nur das Video sehen, man kann auch nur die Musik hören, man kann auch nur die Skulpturen sehen, also das ist eigentlich im Grunde genommen eine Variante von vielen. So. Unterm Stuhl liegt, es hat 2-mal geblinkt, da sind bestimmt Fragen reingekommen, nur mal als Tipp. Aber Andreas, okay, an dich nochmal die Frage. Wir haben 6 Köpfe und du hast 6 Kompositionen gemacht. Hast du dich da von den einzelnen Köpfen lenken lassen, wer da abgebildet war, obwohl die ja nun inkognito sind, oder? Gar nicht. Also die waren ja anonymisiert und es ging wirklich einzig und allein um Beethoven und ich war natürlich eine Zeit lang versucht, auch die anderen Köpfe, ich möchte jetzt keinen Namen verraten, wenn man ja, so genau, geht, mit einzubetten, aber das habe ich dann doch verworfen, weil ich denke, dass das Stück für Elise schon so viel Futter hergibt. Was sagt der Ackerschnacker? Unwichtig. Unwichtig, kein Fall. Aber hier ist noch eine, nämlich, das ist eine technische Frage, nämlich warum ist das Klavier im Video in die untere Hälfte hineingequetscht und nicht zentral in der Mitte? Ja. Und warum sind die Spieluhren nicht links und rechts angeordnet? Das hat die Komposition, also wie kann man das jetzt so erklären? Also ich finde, das hat sich die gesamte Gestaltung von dem Video hat sich auch ein bisschen nach dem gerichtet, was Andreas da komponiert hat. So, also ich wollte absolute Ruhe haben in der Bildgestaltung, so, also eine klare Gliederung, so, ne, weil irgendwie ich fand es unglaublich feinsinnig, wie er mit dem Material umgegangen ist, ne, was ich ihm gegeben habe. Und wenn ich da zu viel Bild-Action gemacht hätte, so, ne, also zum Beispiel Kamera-Zoom, so jetzt spielt die Uhr und ich da ist jetzt Klavier und so weiter. Nee, ich wollte im Grunde genommen es völlig reduzieren auf die Hände und auf die Tastatur und die Hände. Und da hat sich dann praktisch wirklich eine ganz klare Gliederung ergeben. So. Und das ist natürlich ungewohnt, heute ist einfach wahnsinnig viel Bild-Action immer da in Videos. So, ne? So, und das wollte ich eben nicht. Also, so eine Ruhe dagegen setzen. Ich wollte so eine Ruhe dagegen setzen, weil die Skulpturen sprechen für sich und ich fand auch, dass dann auch so der Witz auch mehr zum Tragen kommt von den Arbeiten. Hier ist noch eine sehr schöne Frage von Jutta B. Warum habt ihr das schöne Stück so zerhackt? Habt ihr etwas gegen Beethoven? Haha. Wer möchte zuerst? Du. In der Schule. Ja, nein, liebe Jutta B., ganz und gar nicht, im Gegenteil. Es ist eigentlich eine Liebeserklärung. Und das, was du als Zerhacken empfindest, ist eigentlich eher das Zertrümmern einer verkommerzialisierten Schale, also eines Abziehbildes, das daraus geworden ist. Und letztendlich ist es der Versuch, durch die
Freilegung der einzelnen Partikel wieder zurückzukommen zu der Aura dieses wunderschönen A-Moll-Stückes. Das ist jetzt nicht das schönste Stück von Beethoven, aber natürlich ist es schon eine sehr schöne Bagatelle. Und das war also ganz liebevoll gemeint. Und auch diese Klaps auf die Tasten, das ist, bezieht sich eher auf die Verkitschung, die man aus diesem Stück gemacht hat und nicht auf die ursprüngliche Komposition von Beethoven. Ja. Kitsch ist ja das Stichwort, nicht? Ja. Kitsch. Ja, was ist da eigentlich Kitsch? Zu harmonisch am Anfang, zu süßlich. Naja, also die Begrifflichkeit Kitsch ist ja auch schon ein abendfüllendes Thema, ne? Also, ja. Machen wir demnächst. Aber genau, vielleicht, also in meiner Kunst konzentriere ich mich auf das Thema Kitsch immer eigentlich auf so eine Art von Sehnsuchtsort. Also für mich ist Kitsch irgendwie ein Sehnsuchtsort. Das ist ein Ort, der ohne Irritation ist, ohne Gegenteiligen. Es ist praktisch ein perfekter Raum wie ich Paradiesgarten oder so. Ne? Und für mich ist die Melodie ein bisschen wirklich wie so ein romantisches Bild. Also es hat vielleicht so einen kleinen Aufruhr, aber auch nicht wirklich so. Ne? Es ist im Grunde genommen wirklich so perfekt komponiert, so wunderbar harmonisch arrangiert, dass wirklich so eine algorithmengesteuerte Technik davon halt erblasst. Ja? Irgendwie so. Und was im Grunde genommen aus dieser Melodie gemacht wurde, das heißt praktisch diese absolute Verbreitung in Form von Warteschleife, es ist ja wirklich eine schlechte Variation davon, so, ne? Warteschleife, Akkuladegerät. Wobei mir fällt so ein, also Warteschleife, im Beethoven hat auch ewig gewartet auf Elise. Man weiß ja bis heute nicht, wer Elise ist und er hat wahrscheinlich umsonst gewartet. Gehen wir mal von aus. Also mit den Frauen lief das ja nicht so gut bei ihm. Ja, der war wahrscheinlich unglaublich verliebt, als er dieses Stück geschrieben hat. Und dann ist man ja sowieso ein bisschen in einem Kitsch-Zustand, würde ich mal sagen. Mhm. So, ne? Und was die Skulpturen betrifft, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich finde, wenn man sich so eine Ikone oder so ein Vorbild an die Wand hängt, so eine Büste, ist es ja auch irgendwie eine Form von einer Idealisierung von einer Person. Und das hat für mich auch immer so ein bisschen mit Kitsch zu tun. So. Und die beiden Dinge zusammenbringen, also eigentlich zerstöre ich die einzelnen Komponisten dadurch, dass ich sie anonymisiere. Und bringe ihnen dann auch noch diese Melodie rein, die auch noch schlecht eingespielt ist. Ne? Also diese Spieluhren haben einfach einen ziemlich schlechten Klang. So, ne? Also das ist nicht schön, was man da hört. So. Und eigentlich breche ich da mit diesem Kitsch, der da irgendwie da zusammenkommt. Ja, man merkt schon, das sind zwei Brecher am Gange. Andreas wollte auch dekonstruieren, um dann neu zusammenzusetzen. Und auch da wird gebrochen. Wenn man dieses Stück für Luise mal versucht, so ein bisschen einzuordnen da ins Schaffenswerk von Beethoven. Hast ja schon gesagt, das ist eine Bagatelle. Einer der großen Reißer war das in der damaligen Zeit, zu seiner Zeit bestimmt nicht, oder? Das glaube ich nicht, nein. Es war ja auch eine Art Albumblatt und das zeigt ja schon, dass es eine Gelegenheitskomposition war. Ich glaube, also es gibt ganz andere Werke mit einem wirklich sehr, sehr großen Stellenwert. Und natürlich die Symphonien, aber eben auch die Streichquartette, die frühen, die späten Streichquartette natürlich und die ganzen Klaviersonaten. Also das ist ja so ein immenses Werk, das Beethoven hinterlassen hat. Und das Frappierende ist ja, dass bei vielen einfach nur diese Gelegenheitswerke oder beziehungsweise diese sehr eingängigen Werke so dann im Gedächtnis geblieben sind. Ne? Das heißt, keiner kennt vielleicht das wunderbare Streichquartett Opus 131 und die wenigsten wahrscheinlich könnten das nachsingen, aber für... Möchtest du mal probieren? Nein, das soll ich ersparen. Aber die
meisten können natürlich trennen die Elise rauf und runter oder eben Freude schöner Götterfunk. Und das war es dann mit Beethoven. Und das kann es dann nicht gewesen sein. Da gibt es so vieles mehr zu entdecken. Also ich meine, das... Das ist so ein bisschen Free Beethoven, da ist ja noch einiges zu erwarten, das merke ich schon, oder? Gehörgänge frei, auch noch für die anderen Werke. Ja, ich meine, das ist letztendlich, ich glaube, natürlich haben wir jetzt im letzten Jahr schon sehr, sehr viel gehört, auch überall. In Radiostationen wurde ja Beethoven rauf und runter gespielt und wäre Corona nicht gewesen, hätten wir wahrscheinlich auch diesen absoluten Overkill an Konzerten gehabt, dass wahrscheinlich keiner mehr Beethoven für ein Jahr hören könnte. Aber gut, das hat uns Corona dann erspart, diesen, sage ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch, diesen absoluten Overkill und uns das Glück auch beschert, dass das Beethoven-Jahr in die Verlängerung gegangen ist, was ja dann noch viele Möglichkeiten ergibt. Reloaded. Hat man denn als Komponist ein Lieblingsstück von Beethoven? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich bin ja auch Pianist und als Komponist, also es gibt ein paar Stücke, ich kann sicherlich nur eins nennen, aber es gibt ein paar Stücke, also zum Beispiel natürlich eben die Streichquartette, die ich eben angesprochen habe, die späten. Und dann die Klaviersonate, die Hammerklaviersonate. Und das ist schwer, es gibt so viel. Große Fuge für Streichquartett, ein Werk, von dem Stravinsky gesagt hat, dass es in jeder Epoche der Menschheitsgeschichte neue Musik sein wird, weil es einfach so komplex ist. Und ja, da gibt es einiges zu entdecken auf dem Planeten Beethoven. Ich denke, ein Punkt, der vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass viele denken, ja Mensch, Beethoven, das war ein Künstler, ein Genie, der hat komponiert und ein Ding nach dem anderen rausgehauen. Der hat teilweise wirklich komponieren müssen auch, um zu überleben. Ne? Also wirklich viele, na ich sag mal, Gefälligkeitskompositionen, ist ein böses Wort, aber das ging damals nicht anders. Ne? Vielleicht so ein klein bisschen so ein Ralf Siegel. Naja, gut, aber qualitativ natürlich ein ganz anderes Resultat. Aber ich meine, der hat natürlich klar auch Gelegenheitswerke schreiben müssen oder auch für Soireen oder bei irgendwelchen Adligen. Und, aber man muss sagen, im gesamtmusikgeschichtlichen Kontext war Beethoven eigentlich der erste Komponist, der dann auch unabhängig auch von seinen Werken leben konnte, sondern in späten Lebzeiten. Das heißt, so, da war eigentlich so der Bruch vollzogen mit der Abhängigkeit vom Adel und von der Kirche, die auch ein großer Arbeitgeber war für den Komponisten. Ja, da würde ich mal kurz einhaken, er hieß auch eine Form von Genie. Ja, also er hat so komplexe Stücke geschrieben, also gerade zum Ende hin. Und eigentlich war er auch ziemlich genial, dass er tatsächlich damals die Möglichkeit hatte, eben durch die Verlage, ja, die dann irgendwie da aus dem Boden schossen, sozusagen von seiner Kunst auch leben zu können. Und dann musste er natürlich auch kommerzielle Stücke komponieren, die dann Madame am Klavier dem Fürsten darbringen konnte. Den Fürsten darbringen konnte, ja. Sozusagen. Ne? Also eigentlich, der musste halt irgendwie auch überleben. Ne? Ich habe hier auch eine schöne Frage. Ja, aber das war das, was man jetzt als kommerzielle Kunst bezeichnet, ist es immer noch hohe Kunst in dem Gegensatz zu dem, was heute als kommerziell gilt. Ja. Hohe Auftragskunst. Dana, du hast eine Frage, hier ist auch eine deine zuerst. Die Frage mit dem Putzen wird hier gestellt. Ja, dann mal los. Ach ja, so, das ist ein bisschen... Das war ist eine lustige Aktion gewesen. Ja. Da spielte dann auch wieder ein bisschen Zufall mit rein. Ja, also die Frage, die gestellt wird mit dem Putzen. Ja. Meinst du die jetzt Putzen der Figuren oder meinst du das Putzen auf dem Klavier, wo man dann hinterher... Das irgendwie, warte mal, hier steht, aus der Schweiz kommt eine Nachricht, so, ne? Hallo in die Schweiz. Also die Bemerkung kam öfter, wieso wird das Klavier nicht oben nach unten geputzt? Wieso sind noch Fingerabdrücke vor Beginn darauf?
Wieso wird auf Tasten gesprüht, statt nur auf das Tuch, um dann die Tasten zu reinigen? Zur Musik gar nichts. Die Schweizer sind halt ein Volk, welches ungern Spuren hinterlässt, verwischt. Also so. Das ist jetzt ein Fall des schweizerischen Hygienekonzepts, denke ich mal. Keine Ahnung. Na jedenfalls. Wieso sind die Fingerabdrücke, die künstlerischen, noch da? Das ist wohl die Frage jetzt. Meine Schuld. Fingerabdrücke. Ja, ja. Oh, jetzt aber. Ich muss sagen, das war ja so, so eine spontane Aktion. Jetzt putz mal bitte hier die Tasten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, dass ich auch als Krimineller keine große Begabung hätte im Verwischen von Fingerabdrücken. Und es sind da tatsächlich doch einige Fingerprints übrig geblieben. Und so ein Schätzchen, muss man natürlich auch dazu sagen, ist auch ganz, ganz schwer zu putzen, so ein Flügel, dass er wirklich so blinkt und dass man sich drin spiegeln kann, das ist schon, erfordert eine hohe Putzkunst. Ja, aber warum habe ich jetzt nur die Fingertapsen drin gelassen, ist ja die große Frage. So, ne? Also es war ja, um Fragen zu generieren. Ist Absicht. Also ich hätte die wegmachen können. Ja. Also wir hatten das aufgenommen und dann habe ich gesagt, oh Gott, Frank, da sind immer noch die Fingertapsen drauf. Und dann habe ich gedacht, ach, die können wir denn im Programm wegwischen. So, ne? Und dann saßen dann Frank und ich vom Rechner und haben gesagt, so, und jetzt müssen wir erstmal noch die Fingertapsen beseitigen. Und dann gucken wir uns beide so an und sagen, nee, die lassen wir. Unbedingt. So. Weil ist irgendwie auch. Erstmal liebe ich es, wenn in der Kunst irgendwie Sachen sind, die so ein bisschen störend sind. So, ne? So. Und man versucht ja irgendwie auch so ein bisschen diese Elise-Schmach wegzuwischen. Und irgendwie klappt es aber auch nicht so richtig. Ja, also das ist im Grunde genommen, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt. So, ne? Und außerdem können ja Männer sowieso nicht putzen. Ne? Und es erzeugt auf jeden Fall Aufmerksamkeit, nämlich Art Amolis, wenn ich es hier richtig sehe, stellt genau diese Frage auch. Also Wischen des Klaviers, ist das rein humoristisch gemeint oder hat es noch eine andere Bedeutung? Das haben wir jetzt geklärt. Das war der zweite Teil der Frage. Der erste ist, also mich würde interessieren, wie wurden denn die Einsätze der Spieluhr genau in der Partitur dargestellt? Ach, das ist eine sehr gute Frage, André, lieber André. Ich habe halt verschiedene Systeme notiert. Das eine ein System nur fürs Klavier, das eine nur für die Spieluhren und das eine für das digital verfremdete Klavier. Und die Töne und Einsätze der Spieluhren wurden eben mit diesen anderen Klängen und dem anderen System synchronisiert. Das heißt, dass man auf eine gewisse Stelle im Takt dann, den ein oder die zwei Töne der Spieluhr hat und das wurde dann genau abgestimmt mit den anderen Instrumenten und das ist also kein Zufall, sondern es ist alles genau ausnotiert, jeder Einsatz. Darf ich dazu noch was sagen? Es gibt sogar gleich noch eine Anschlussfrage, aber erst. Aber das ist eine kleine Anekdote. Als wir die Aufnahmen gemacht haben von dem Klavierpart, ne, denn an dem Tag, wo wir kamen, mit Kamera alles aufgebaut, sagte plötzlich Andreas zu uns, so Dana, du musst jetzt nach meinen Noten die Spieluhren drehen. Ich sagte, du Andreas, ich kann überhaupt keine Noten. So, ne? So. Und ach, das lernst du. So, nein. So, und zum Glück war meine Schwester da, die kann Noten. Und dann hat sie dann gesagt, komm, Andreas, dann mache ich das. So, ne? Und dann hat sie sozusagen in Interaktion mit Andreas nach den Noten von Andreas die Spieluhren gedreht. Also Anja drehen nach Noten. Genau. Ja, also ganz großes Kompliment nochmal an Anja auch für die wunderbaren
wunderbar eingedrehten Einsätze. Die eingedrehten Einsätze. Und hatte sie auch den Staubpinsel? War das oder warst du das? Das war ich denn, ja. Ah ja, okay. Das ist, damit da keine Fingerabdrücke zu bleiben. Ja, genau. Nochmal, Adamolis. Wie viel des Tonvorrats aus Für Elise ist denn in dem Klaviersatz enthalten? Ja, also im Prinzip ist der gesamte Tonvorrat auch in dem Bild eben auch die Grundlage für das Stück. Also das sind letztendlich, es reduziert sich auf die Tonreihe von Für Elise, und es gibt ja da auch interessanterweise den Ton Dis, also die übermäßige Quarte, den Tritonus, und den habe ich natürlich auch leidlich auch ausgekostet. Und das hatte so ein bisschen dann auch dieses leicht Exotische. Und also das ist der einzige Tonvorrat, der in dem Klavier und auch der ein Stück vorkommt. Das ist halt der Vorrat für Elise. Es ist schön, dass so viele Fragen kommen. Was bis jetzt aber noch gar nicht kam, war eine Auflösung, mit was für 6 Köpfen wir es zu tun haben. Naja, vielleicht war es zu schwierig. Sie waren zu gut verblendet. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Ja. Gibt es denn schon nächste Projekte? Hat das so viel Spaß gemacht, dass man sagt, Mensch, das Beethoven Jahr plus 1 hat ja gerade erst begonnen, da ist noch viel Zeit. Ja, da folgt noch was. Das Lustige ist, dass wir schon wieder quasi was gemeinsam machen, aber getrennt. Du bringst dein Beethoven-Offset mit quasi mit der Bearbeitung der 9. von Beethoven raus. Und ich habe gerade diese Woche eine Skulptur fertig gemacht, wo ich mich auch mit der 9. auseinandergesetzt habe, lustigerweise. Das ist sehr schön. Ist. Das ist ja, ja, aber die Frage ist ja, ist ein Spieluhr drin? Ja. Aha, da ahne ich ja schon was. Ja, und. Aber da wird Andreas nicht zum Einsatz kommen. Ist, sicher? Ja. Vielleicht, wenn ich in Urlaub fahre, dann kriegst du ein Bild geschickt. Das soll ja nicht übertreiben. Also nee. Man darf ja auch mal die ganze Melodie. Aber meine Skulptur stellt dann im Grunde genommen gleiche in Frage wie du mit deinem Beethoven-Offset. Aber könnte man sich so eine Zusammenarbeit in Zukunft nochmal vorstellen oder hat man gesagt, das okay, reicht jetzt? Das wird sich zeigen. Also ich denke mal, das war echt eine schöne Zusammenarbeit. Also nicht nur mit Andreas, sondern auch mit dem gesamten Team. Ja, also mit Julius Holz war super und mit Frank Bertram auch. Also es hat alles wunderbar miteinander harmoniert. Also ich kann nur empfehlen, mit Männern zusammenzuarbeiten. Und jetzt dein Spruch dazu? Nicht zu vergessen natürlich auch noch unser Technikteam. Ja. Auch Jens Hoppe in Hannover auch noch mit. Ja. Christian, der Herr der Kameras und des Rechners. Und haben wir jetzt noch irgendjemand vergessen? Na, auch Dank an dich. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Sie merken schon, wir gehen jetzt langsam in die Schlusskurve. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Wenn, und da kommt auch schon eine. Wo sind denn die Töne vom Lied vom Tod? Also spielen mir das Lied vom Tod versteckt. Oh. Ja, das kann ich gleich mal ganz kurz zeigen. Aber das geht doch nur in dieser Interaktion von dem, mit dem, oder? Mit den Spielungen, oder? Ja, ich kann es aber auch mal so in Nuse einfach mal hier. Okay. Ja. Kriegen wir das kameramäßig hin? Soll ich aus dem Bild gehen ein bisschen? So. Entschuldigung. Aber wenn man sich das Video nochmal anguckt, kann man ja ab morgen mehrmals, 100-mal hintereinander, wer will. Genau. Und dann entdeckt man auf alle Fälle. Spiel mir das Lied vom Tod. Und vielleicht auch die Identitäten der 6 Köpfe. Neulich mal als Test. Also, ja. Da war irgendwie ein Freund da zu Besuch und habe ich ihm das Video gezeigt. Und dann muss er so auflachen. Ah, da ist er. Spiel mir das Lied vom Tod. Also der hat es rausgehört. Also wenn man aufmerksam nochmal sich das Video anguckt, dann wird man auch. Ja, also Berit fein zuhören, morgen nochmal auf der Homepage gucken von Dana oder Andreas. Da ist es so. Danke für die Antworten, steht hier. Tolles Projekt,
Also ich glaube, Brahms und Wagner zu erkennen. Ah, da langsam werden die Leute wach, aber hier geht langsam die Zeit auch zu Ende. Wir. Soll ich sagen? Wer? Nein. Naja, wir haben ja erst zwei, da sind noch vier fehlen noch. Also, zwei Komponisten machen noch kein Stück. Da muss noch was kommen, aber das kann man ja auch via Mail an die beiden KünstlerInnen schicken. Wir wenn hoffen, jetzt, Sie hatten einen. Wenn jetzt. Konzerte, regulärer Konzertbetrieb wäre, hätten wir natürlich Konzertkarten verlost. Ja. Das können wir jetzt leider nicht anbieten, aber dafür bieten wir aber noch als extra Bonus, als Abschluss der Premiere von Shut Up Elise, das Lied, was ja alle hier zusammengebracht hat, nämlich für Elise. Andreas Staffel wird sich überwinden und in die Tasten greifen. Wir wünschen noch einen schönen Abend, viel Spaß noch und gucken Sie noch mal auf die Homepage, um sich das Video in Ruhe anzuschauen. Also tschüss. Ja, ich habe das nicht geübt, ja, und habe das nie in meinem Leben öffentlich gespielt. Aber ich find... Also noch eine Premiere in der Premiere. Ja. Viel Spaß. Nur Mut. Du mein kleiner Akkuschrauber. Ja, du kriegst von mir zum Geburtstag einen Akkuschrauber mit Elise drin.